Servus und willkommen bei Outdoor Gear Junkie. Nachdem mein letztes Zeltvideo so gut angekommen ist, ich werde es euch da oben verlinken, habe ich mir gedacht, ich mache einfach noch ein Zeltvideo über eines meiner Zelte, und zwar das Exogen 2 von der Firma Wechsel. Es ist ein Zwei-Personen-Zelt, es ist ein Geodät-Zelt, soll heißen, es ist sehr gut im Wind. Geodät-Zelte haben mehr Stangen, was es natürlich dann ein bisschen widerstandsfähiger gegen die Wettereinflüsse macht. Ich werde euch grundsätzlich alle Specs hier wieder einblenden und könnt ihr in Ruhe pausieren. Und während ihr pausiert, wäre super, wenn ihr den Kanal abonniert und mir ein Like da lasst. Vielleicht ein, zwei Punkte vorneweg. In Deutschland ist es verboten, wild zu campen. Ich habe mir das hier ausgesucht, einfach um ein bisschen mehr Atmosphäre in das Video reinzubekommen. Ich werde hier nicht campen. Der zweite Punkt, ich habe mir meine Ausrüstung selbst gekauft. Soll heißen, ich gebe hier meine eigene Meinung wieder und bin ja unabhängig, wenn man so mag. Wir werden jetzt uns das Zelt anschauen. Ich werde es aufbauen, dann noch ein paar Punkte sagen, ein paar Vorteile, ein paar Nachteile und viel Spaß. Ich habe mir schon mal das Groundsheet zurechtgelegt, damit ich weiß, wie ungefähr das Zelt stehen soll. Das Tolle an dem Zelt ist nämlich, dass es ein absolut freistehendes Zelt ist. Also man muss nicht noch irgendwie die restlichen zwei Apsiden abspannen, sondern man könnte es so nehmen, irgendwann ist es hintragen und es steht genauso perfekt wie zuvor. Das ist tatsächlich ein sehr großer Vorteil, wie ich finde. Man müsste das Zelt quasi nicht abspannen, nicht mit Heringen sichern. Theoretisch. Hin und wieder vielleicht ganz hilfreich, wenn der Boden zu hart ist oder sonst dergleichen und es nicht zu sehr windig ist, dann kann man das auf jeden Fall gut machen. Wenn man die Plane zuvor hat, also das Groundsheet, dann kann man das Zelt auch ohne Innenzelt verwenden. Schrägstrich, man kann erst das Außenzelt aufbauen und dann das Innenzelt. Das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich, vor allem wenn es regnet, wenn es ja etwas ungemütlich ist und man erstmal das Außenzelt aufbauen will, damit das Innere trocken bleibt und man ja nicht in einem nassen Innenzelt übernachten muss. Hier seht ihr vielleicht auch, links oder rechts am Kopfende ist immer überall eine rote Markierung, also color-coded. So heißt es, es sollte beim Aufbau kaum was schief gehen. So, wie ihr seht, das Zelt steht einigermaßen gut und jetzt werden wir uns mal das Zelt von außen anschauen und weiter über das Zelt sprechen. Ich werde es vermutlich noch ein bisschen abspannen. Hier sind überall Abspannpunkte, wie ihr seht, hier, weil es doch schon recht windet, wie man sehen kann. Vielleicht noch eins. So kann man es nämlich nach außen befestigen. Hier seht ihr es, kann man die Türe quasi offen halten. Das ist einerseits gut, andererseits schlecht. Einerseits ist es gut, weil wenn es geregnet hat und die Außenhaut feucht ist, kann hier der Regen ablaufen und es tropft nicht ins Zelt. Andererseits ist es doch einigermaßen schwer, vom Zeltinneren da nach außen zu greifen, um dann eben die Tür anzubringen. Hier seht ihr auch noch das Groundsheet. Das reicht noch in die Apsiden hinein. Hier haben sie mitgedacht. Hier kann man wunderbar das Zelt wieder ein bisschen nachspannen,
falls sich das Zelt ein bisschen gelockert haben sollte oder feucht geworden ist und somit ein bisschen sich gedehnt hat. Hier sieht man recht schön, dass es hier Ventilationsöffnungen gibt. Einmal hinten ist eine und einmal vorne. Hier kann man eine Verstärkung rausklappen und dann mit Klettverschluss zumachen, was einhändig nicht ganz so einfach ist, aber beidhändig ohne Probleme. Und hier seht ihr das Color Coding. So, jetzt werde ich noch das Zelt abspannen und wir sehen uns dann noch drin, um uns mal anzuschauen, wie es drin so ausschaut. Das Zelt ist einigermaßen geräumig, wobei die Wände doch ein bisschen enger an einem sind, wenn man es vergleicht jetzt mit dem Telus TR 2 von Sea to Summit, was ich ja schon vorgestellt habe. Da waren die Wände wesentlich weiter von einem weg. Aber man fühlt sich immer noch nicht beengt, um Gottes Willen. Die Belüftung im Zelt ist nicht ganz so stark. Das rührt daher, dass hier kein Mesh verbaut ist. Hier ist schon atmungsaktiver Stoff verbaut, aber der natürlich nicht ganz so luftdurchlässig ist wie hier diese Moskitonetze. Diese Moskitonetze, seht ihr, ist einmal an den Türen links, rechts und hier, wo die Belüftung, die wir gerade von außen gesehen haben, angebracht. Es ist ein Zwei-Personen-Zelt. Ich habe gerade erwähnt, links, rechts sind Türen, also zwei Türen für zwei Personen. Man kommt sich nicht in die Quere, wenn einer raus muss. Und das ist schon mal gut. Ansonsten ist es hier wunderbar eben geräumig, wie ihr seht. Und hier seht ihr auch drei Taschen zur Organisation, wovon ich immer ein Fan bin, weil es in einem Zelt doch immer ein bisschen eng wird mit der ganzen Ausrüstung, die man so rumschleppt und die man doch einigermaßen gut organisiert haben will. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe ein Metermaß mitgenommen. Schauen wir mal, wie das hier so ausschaut. Das sind um die 2,11 Meter an Länge. Und im Kopfbereich um die 1,16 Meter Breite. Also damit kann man schon was anfangen, aber es ist natürlich wieder nicht so vorgesehen, dass hier zwei Isomatten in der weiten Variante reinpassen, sondern wieder nur in der Regular Variante, in der Normalvariante. Wie ihr merkt, der Wind hat merklich aufgefrischt. Ich habe jetzt die Isomatte mal mehr oder weniger bis zum Kopfende hingeschoben. Am Fußende ist ungefähr noch 25-30 cm Platz. Aber manche haben ja eine lange Isomatte. Ich bin eher kürzer geraten. Und nichtsdestotrotz, wenn ich mich jetzt hier hinlege, habe ich noch genügend Kopfraum, das Zelt liegt mir nicht gleich im Gesicht. Das Groundsheet, was ich euch Wochen gezeigt habe, das hier, das muss man natürlich noch zusätzlich erwerben. Ist somit nicht in den Preis inkludiert, wird nicht mitgeliefert und natürlich zählt das Gewicht von dem Groundsheet nicht in das Gewicht mit rein, was ich euch Wochen in der Tabelle gezeigt habe. Und hier seht ihr jetzt nur das Außenzelt und die Bodenplane. Beim Abbau habe ich quasi Regen simuliert und erstmal das Innenzelt abgebaut,
was wunderbar funktioniert hat. Ich habe euch den Preis noch gar nicht verraten. Der liegt ungefähr bei 500 Euro, ein bisschen weniger, ungefähr 280 Euro. Dafür bekommt ihr aber auch ein Zelt mit einer sehr guten Verarbeitungsqualität. Nice. Die Außenhaut zum Beispiel ist zweifach silikonisiert. Einmal von außen, einmal von innen. Dann die Reißverschlüsse laufen 1A. Soll heißen, ich kann das Zelt auf jeden Fall empfehlen. Für wen ist es gemacht? Einmal für Leute, die in etwas unwirtliche Gebiete gehen. Soll heißen, wo es sehr viel regnet, wo es sehr viel windet. Man kann, wie gesagt, wenn man das Ground Sheet hat, auch das Außenzelt zuerst aufbauen. Ein Geodät-Zelt ist grundsätzlich recht schwer. Ja, dafür ist dieses Zelt noch recht leicht mit 1960 Gramm. Ihr habt es vorhin in der Tabelle gesehen. Von dem her eine absolute Empfehlung, wie gesagt, für Leute, die eine etwas unwirtlichere Trekking-Tour machen. Hoffentlich nur nicht eine, sondern auch mehrere. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier findet ihr links, rechts zwei Videos von mir, die ihr euch natürlich auch gerne anschauen könnt. Grundsätzlich wäre ich froh, wenn ihr abonniert, mir ein Like gebt und vor allem, wenn ihr auch wieder das nächste Mal wieder dabei seid. Jetzt kommt sogar die Sonne raus. Sehr schön. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und Servus, bis das nächste Mal.